Wir sind, wo sind wir hier überhaupt? Ja, etwas unterhalb der Schmidtner Alb. Wir sind zu Fuß jetzt in einem zügigen Tempo über Padela bis zu diesem Häuschen. Und hier, ja, lohnt sich schon fast, die Schneeschuhe anzuziehen. Und deswegen haben wir das jetzt gerade mal gemacht. Und dann geht's los Richtung Sandhubel. Guido hat Großes heute vor. Ob wir dahin kommen, beziehungsweise ob ich dahin komme. Ja, wir schauen mal. Und was sind so die ersten Eindrücke? Anstrengend, wie immer, wenn wir zwei unterwegs sind. So, hier kommen wir jetzt vom Weg ab, der zur Wiesenalb führt. Und jetzt geht's links hinauf in Richtung Sandhubel. Ja, ist wunderschön und ganz schön anstrengend. Aber es lohnt sich wie immer, die Anstrengung. Hier geht es jetzt über den Bach auf die andere Talseite. Jetzt geht es diese steilen Hänge rauf. Die ersten Wegweiser vom Sommerweg. Bin am Limit. Definitiv. Und jetzt wird es auch noch anstrengender. Der Schnee ist nicht mehr so tragend. Absolut brutale Hitze heute. Normalerweise ist das hier immer so ein Kälteloch, dieses Tal mit eisigem Wind. Aber heute brennende Sonne und absolute Windstille. Also der Schweiß, der rinnt aus allen Poren. Aber wunderschön. Geniales Wetter, So weit weg. wolkenloser Himmel, super Aussicht. Da hinten Spitze Grätli, da waren wir in einem anderen Video im Sommer. So, da hinten sehen wir erstmals den Sandhubel und da vorne Susanne. Was meinst So weit weg noch. Aber egal, ich mache jetzt mal einen Schritt vor den anderen. Wunderschön, wie diese Schneeflächen jetzt in der Sonne glitzern. Alles klar? Eigentlich nicht mehr, nee. Es geht jetzt immer weiter dem Wanderweg nach in Richtung Gipfel rechts oben. Wir kommen jetzt immer höher rauf. Sind jetzt nur noch wenige steile Anstiege zu bewältigen. Die haben es allerdings in sich. Aber wir kommen wirklich dem Gipfel immer näher. Sehr beeindruckende Landschaft hier. Und so schönes Wetter. Hier oben jetzt auch angenehm kühl. Es bläst ein frischer Wind. So, jetzt kommt der letzte Abschnitt vom Aufstieg zum Gipfel. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Also
Da hinten das Walbellahorn, Hintergrund. So, noch etwa die letzten 100 Meter zum Gipfel. Wir sind jetzt im Endspurt. Endspurt ist gut. Ich habe keine Ahnung, Zentnerbelei an den Füßen. So fühlt sich das an. Aber nicht zum Spurten hier. So muss ich es anfühlen, wenn man auf den Mount Everest geht. Da vorne schon der Gipfel. Schon ist gut, ey. An meine früheren Marathonläufe erinnert. Wie hieß es da immer so schön? Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt. Ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich das hier hoch geschafft habe. Die übliche Büroarbeit auf dem Gipfel. Jawohl. Also für mich ist es immer noch ein Wunder, dass ich hier oben stehe, weil ich war ein paar Mal kurz davor aufzugeben. Und jetzt, wo ich hier stehe, denke ich nur, ja, war doch eigentlich ganz easy, oder? Na, es war wirklich anstrengend. Und es hat sich aber definitiv gelohnt. Gigantische Aussicht. Und ich glaube, das ist meine erste Winterbesteigung eines Gipfels über 2500 Meter überhaupt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal im Winter auf so einem hohen Gipfel war. So, und jetzt geht's wieder runter. Wieder runter. Das ist jetzt cool. Das ist nur noch schön. Und nicht mehr anstrengend. Für diese Momente macht man das alles, diese Anstrengung, oder? Einfach nur schön. So, wir sind jetzt wieder auf der Hauptstraße. Wow. Ja, der Abstieg war jetzt am Schluss. Doch mal ziemlich anstrengend. Und ich wundere mich jetzt nicht mehr, warum ich da oben so kaputt war. Das ging ganz schön steil runter und dementsprechend steil ist es ja auch vorhin raufgegangen. So, wir sind jetzt am offiziellen Schneeschuh-Ausziehpunkt angelangt. Also ich bin K.O. Aber schön war's.